Finnen von Bugbear Entertainment lassen es gerne krachen. Und das wortwörtlich. Dafür muss man nur einen Blick in deren Portfolio werfen. Besonders ins Auge sticht dabei natürlich die Flatout-Serie, die für ihre abgedrehten Minispielchen und Karambolagen bekannt ist. Mit Wreckfest versucht man diesen Esprit nun abermals einzufangen. Klappt das? Man kennt das ja. In den heutigen Rennspielen sind die Supersportwagen auf Hochglanz poliert. Bis ins kleinste Detail werden da Träume in akribischer Kleinstarbeit virtuell nachgebaut, damit man sich die Blechkiste bestenfalls dann nochmal in einer Art virtueller Showroom anschauen kann. Es ist, als würde man einem Esel die Karotte an der Angel vorhalten, die er niemals bekommen wird. Nicht so bei Wreckfest. Die Kisten, die ihr hier fahrt, sind zwar auch definitiv coole Autos, aber Bernhard Bentley und Richard Rolls-Royce würden über diese Kisten nur die fein polierte Nase rümpfen. Das macht aber auch gar nichts, denn Wreckfest ist die Brechstange der Rennspiele. Hier geht es nicht darum, mit viel Finesse den Gegner auf dem Asphalt einzuholen, sondern mit vollem Karacho und ohne Rücksicht den Weg durch die Kontrahenten zu bahnen. Und wenn die eigene Kiste verbeult daraus hervorgeht, dann ist das egal, solange man das Feld wenigstens anführt. Das ist im Endeffekt die Essenz, die Wreckfest ausmacht. Wo andere Spiele der Luxuskarosse maximal eine leichte Deformierung oder Schramme gönnen, wird hier ohne Rücksicht gefahren, bis das Auto aussieht wie eine zusammengepresste Cola-Dose. In der Karriere warten verschiedene Meisterschaften auf euch mit den unterschiedlichsten Events. Hier brettert ihr mal ganz normal in einem Rundkurs um Platz 1. Ein andermal sitzt ihr auf einem gepimpten Rasenmäher und müsst euch duellieren. Und dann wiederum gibt es typische Destruction Derby Events, wo einfach das totale Chaos ausbricht und ihr hoffentlich bis zum Schluss durchhaltet, bevor ihr komplett demoliert seid. Optisch ist das, was man bekommt, wirklich ganz schick. Ja klar, die Skybox ist statisch und insgesamt kann das Spiel natürlich nicht mit einem Forza mithalten. Dennoch treibt es mir immer wieder ein wohliges Schmunzeln ins Gesicht, wenn ich sehe, wie die Reifen am Straßenrand in hohem Bogen durch die Luft fliegen, wenn da jemand reinkommt. Oder wenn mein Auto so nach ein paar Crashs immer mehr einer Ziehharmonika gleicht. Leider finde ich den Sound der Autos dafür umso schlechter. Diese hören sich sehr unnatürlich und dünn an. Inhaltlich gibt es im Vergleich zu den großen AAA-Produktionen natürlich auch nicht so viele Autos. Um die 50 Autos könnt ihr erspielen und da sind wirklich auch ganz abgefahrene Sachen dabei, sodass jeder etwas für sich finden sollte. Streckentechnisch sieht es ganz gut aus. Es gibt 20 verschiedene Umgebungen mit diversen Variationen, was die Strecken angeht. Insgesamt dürften um die 45 unterschiedliche Strecken enthalten sein, inklusive der Crash-Arena. Wo das Spiel aber wirklich zum absoluten Spaßpaket wird, ist der Mehrspielermodus für bis zu 24 Menschen. Natürlich werden hier auch Rennen gefahren, aber dadurch, dass man eben den Kontrahenten auch komplett auseinandernehmen kann, etabliert sich auch einfach ein etwas anderer Fahrstil. Denn eventuell könnte man ja den Kollegen nicht nur überholen, sondern ihn ja einfach gleich versuchen wegzurammen oder das Fahrzeug, das vor einem ins Schleudern kommt, auch nochmal kräftig anstoßen. Nach ein paar Runden sieht die Fahrbahn herrlich zugemüllt aus, weil die ganzen Crashes natürlich ihre Spuren hinterlassen. Im Mehrspielermodus solltet ihr aber unbedingt auf eine gute Verbindung achten. Ich hatte schon mehrere Rennen, die zu reinsten Zuckelpartien wurden. Wreckfest ist für mich ein großes Spaßfest. Der Karrieremodus ist jetzt nichts wirklich Besonderes, aber man kann ihn gut spielen und dabei dann eben neue Autos freischalten, die man sich irgendwann kauft. Letztendlich nimmt man all das dann in Kauf, weil man die Kisten dann ordentlich aufpimpen will, um dann eben im Mehrspielermodus für Chaos zu sorgen. Der ist schlichtweg einfach grandios und Spaß pur. Weg von hochpolierten Luxuskisten zu absurden Ramboliden, endlich mal ein Rennspiel, das sich nicht so ernst nimmt. Das sorgt für Abwechslung und einem Grinsen in meinem Gesicht. Dementsprechend ist Wreckfest für Liebhaber von Mehrspielerinnen ganz klar ein absolutes Muss. Wer Solo fährt, bekommt allerdings auch ein ganz nettes Spiel.